Also, willkommen zum Talk mit dem besten Titel im ganzen Fahrplan von Nathalie Silvanovic. Das ist der Nachfolgetalk zu ihrem Talk vom letzten Jahr, wo es um Tamagotchis ging. Eine Runde Applaus bitte für Even More Tamagotchis were harmed in the making of this presentation. So is this on? Okay, heute rede ich über ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie man Tamagotchis hackt. Im letzten Kongress habe ich kurz darüber geredet, wie ich mein Tamagotchi damals gehackt habe, und ich habe seitdem ziemliche Fortschritte gemacht. Also, ich dachte, ich gebe euch mal ein bisschen Update, wie ich es geschafft habe, auf den Tamagotchi Code auszuführen, wie ich das Tamagotchi ROM dekodiert habe und wie ich eine Tamagotchi-Entwicklungsumgebung gebaut habe. Bevor wir anfangen, kurz was über mich. Ich bin ein Sicherheitsforscher bei BlackBerry. Und wie ihr auf meinen Slides seht, da ist ein Disclaimer drauf. Ich werde nicht von BlackBerry bezahlt, Tamagotchis zu hacken. Das hier ist mein Privatvergnügen. Ich habe Elektrotechnik an der Universität studiert, habe aber meistens Software gehackt seitdem. Und das ist eigentlich mein erstes Mal, dass ich Hardware hacke. Auch wenn es sich ein bisschen weiter in die Länge zieht, also vielleicht bin ich mittlerweile schon ein richtiger Hardware-Hacker. Außerdem, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich mag Tamagotchis wirklich, wirklich sehr. Also, falls irgendjemand hier nicht weiß, was Tamagotchis sind, das ist eine Art digitales Haustierspiel, und die Idee ist, dass ihr ein kleines Gerät habt mit einem Bild von eurem digitalen Haustier und bestimmte Funktionen wie füttern oder sauber machen. Die waren in den 90ern sehr populär, und wenn ihr als Kind eins hattet, dann müsst ihr wissen, dass sich seit den 90ern Tamagotchis ziemlich weiterentwickelt haben. Damals hatten Tamagotchis irgendwie drei Buttons, und Tamagotchis saßen rum, und gelegentlich muss man sie füttern und mit ihnen spielen, und wenn man sie schlecht behandelt, dann sind sie weggelaufen. Heutzutage müssen Tamagotchis in die Schule gehen, sie haben Berufe, sie haben Freunde, und wenn du das nicht alles richtig machst, dann werden sie sie nie heiraten können oder Kinder haben. Und die neuen Tamagotchis haben dafür ein Infrarot-Interface. Das heißt, sie können miteinander reden, sie können Freunde werden oder sogar heiraten. Ich habe mir speziell das Tamatown Tamago-Tamagotchi angeschaut. Das ist das Weihnachts-Tamagotchi von 2010. Und ich habe extra meine Slides geändert. Da stand vorher letztes Jahr, aber ich will nicht wahrhaben, wie lange ich schon an diesem Ding rumhacke. Es ist die gleiche Funktionalität wie in den anderen Tamagotchis, aber alles sind größer, sind also besser für kleinere Hände geeignet. Und es gibt noch eine extra Funktionalität, nämlich diese kleinen Figuren, die man draufstecken kann, und dann gibt es extra Funktionalität, wie zum Beispiel zusätzliche Spiele. Also, was waren meine Ziele in diesem Projekt? Ich wollte den Code von Tamagotchi auslesen und damit die tieferen Fragen von Tamagotchi-Leben beantworten können. Also Dinge wie: Ist es wichtig, was der Tamagotchi ist? Oder ist es wirklich wichtig, wen der Tamagotchi heiratet? Und natürlich wollte ich meine Tamagotchis reich und glücklich machen. Ich wollte cheaten und wollte das reichste und das glücklichste Tamagotchi der Welt haben. Und natürlich wollte ich eine Entwicklungsumgebung für Tamagotchis machen, weil es reicht mir nicht, dass ich das hacken kann, sondern ich will, dass alle anderen auch Tamagotchis hacken können. Und schließlich macht es einfach Spaß. Ich meine, ihr wisst, diese ganzen coolen Kinder, sie gehen irgendwie in Clubs und so, gehen aus und partyen die ganze Nacht, aber die haben einfach Reverse Engineering noch nicht entdeckt. Zuerst eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich im letzten Kongress präsentiert habe. Als ich meinen Tamatha und Tamagotchi zuerst bekommen habe, ich bin zum Laden gelaufen, habe irgendwie 5 Stück gekauft, habe ihnen irgendwas erzählt, dass es Geschenke für Freunde seien, und habe sie auseinandergenommen. Und so sieht das Board des Tamatha und Tamagotchi aus. Und
Es sind eigentlich nur zwei interessante Dinge drauf. Das eine ist das EEPROM, hier rot umrahmt. Und das ist der einzige persistente Speicher auf dem Tamagotchi. Das andere da auf der rechten Seite ist der Blob. Und da man sonst keinen Mikrocontroller auf dem Board sieht, ist es ziemlich klar, dass unter diesem Blob der Mikrocontroller ist. Ich habe auch die Figuren auseinandergenommen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Figuren. Und zwar haben manche ein leeres PCB und manche haben auch so einen Blob, wo wahrscheinlich ein Chip drunter ist. Das heißt, das Erste, was ich machen musste, war den Controller zu identifizieren. Ich habe eine ganze Menge von verrückten Methoden ausprobiert, um das Epoxidharz loszukriegen, bis ich dann Travis Godspeed getroffen habe, der mir dann den Chip mit Säure freigelegt hat. Hier ist also ein Bild von dem Die und nach viel, viel Suche habe ich ihn identifizieren können. Es ist ein GPIB5X-Controller, es ist ein genereller LCD-Mikrocontroller und es gibt eigentlich nur zwei interessante Dinge daran. Und zwar ist es ein 6502-Prozessor wie ein Commodore und es hat ein Mass-CROM. Dessen einer größerer Nachteil ist, dass man es nie neu programmieren kann. Das wird einmal angebrannt und damit kann ich es also nicht permanent modifizieren. Okay, ich wollte also dann dieses Mass-CROM erstmal dumpen und hatte so ein paar Ideen, wie ich das angehen könnte. Eine Idee war, dass ich einfach einen kaputten Zustand herstelle, den von aus dem EEPROM wiederhergestellt wird. Das hat aber komplett nicht funktioniert, weil es serialisierte Daten enthält. Dann habe ich nach Testfunktionen gesucht, weil die meisten Mikrocontroller solche Testfunktionen haben. Dann kann man den Code wieder ausgeben lassen. Dann hatte ich die Idee, vielleicht eine Verwundbarkeit im Code der Figur oder Infrarot-Händler auszunutzen. Dann könnte man das ROM mit einem Mikroskop auslesen. Hat einen Vorteil, weil die Bits eben eingebrannt werden, kann man das einfach durch ein Mikroskop auslesen. Und schließlich könnte man noch die Pins manipulieren. Das heißt, wenn ich also nur die richtigen Pins abgreife oder auch nur den richtigen Bereich auf dem Die, könnte ich vielleicht sehen, welche Anweisungen ausgeführt werden. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe nach Testprogrammen gesucht. Und alle General Plus Microcontroller haben ein Testprogramm und ich nahm an, dass mich das den Code dumpen lassen würde. Weil man davon ausgehen kann, dass Kunden sich häufiger mal beschweren, dass das Mass-CROM nicht ordentlich hergestellt wurde, sollte es da wohl einen einfachen Weg geben. Ich habe es aber leider nicht geschafft, ein Testprogramm zu finden und das von General Plus anzufordern, ist recht teuer. Als nächstes habe ich dann das Figure-ROM angeschaut und mein Hauptziel war, das ROM von der Figur zu dumpen. Aber ich dachte, vielleicht könnte ich da noch andere Angriffe drüber fahren, zum Beispiel den Code in Tamagotchi direkt manipulieren oder meine eigenen Spiele machen oder vielleicht wenigstens das Tamagotchi-Verhalten besser verstehen. Um rauszufinden, was in so einer Figur drin war, habe ich also das Mass-CROM die Pads eines freien PCBs aufgeguckt. Und es ist das gleiche, es ist ein SPI-ROM des gleichen Herstellers, der auch die Tamagotchi-Chips macht. Die Pads entsprechen den Pins auf dem Figuren-Interface und so konnte ich also das ROM der Figur dumpen. Ich konnte zuerst Bilder dekodieren und da war gerade ein Beispiel. Was interessant war, ist, dass der ganze Text war in Bildern. Also es gibt kein ASCII oder irgendwelche Textformate in diesem ROM. Wenn das Tamagotchi irgendwas sagt am Bildschirm, dann gibt es ein Bild, das dieses Wort enthält. Also es ist kein besonders fortschrittlicher Code. Animationen sind außerdem einfach eine Serie von Bildern. Also wenn das Tamagotchi ein Kleid trägt zum Beispiel, dann sind dort einfach mehrere verschiedene Bilder für jede Art von Zustand für diesem Kleid-Animation. Also habe ich mir den Rest des ROMs angeschaut und hatte gehofft, da sei vielleicht irgendwo Code drin zu finden.
Und obwohl das ROM sehr viel Daten enthält, die kein Bilddaten sind, gehe ich davon aus, dass es irgendwelche Logikinformationen sind. Dann habe ich versucht, das ROM zu emulieren und das war nicht so einfach, weil ich das Original RAM brauch, das Original ROM brauchte, Arduino zu langsam war. Dann habe ich irgendwann dieses Ding zusammengebastelt und von da an konnte ich das ROM emulieren, das Bildformat nachbauen und also andere Bilder ausspielen. Das heißt also, wenn man jetzt so eine Figur aufstellt, dann zeigt es ein Bild an von irgendwie einer Garderobe oder so oder einer Truhe und das konnte ich dann austauschen. Ich konnte dann auch ein bisschen mit der Spiellogik herumspielen. Und zwar dachte ich, die Logik des Spiels sei einfach, würde viel Speicher verwenden. Aber es werden insgesamt weniger als 50 Bytes insgesamt gelesen aus der Figur. Und zwar ist die gesamte Spiellogik, die entscheidet, was, wann man Punkte bekommt und wofür, nur durch ein einziges Byte kodiert wird. Das bedeutet, es gibt eine ganze Menge von Spielen, zum Beispiel eins, wo man irgendwie Dinge, die runterfallen, auffangen muss oder so. Die sind alle schon im internen Raum des Tamagotchi drin und die Figur sagt jetzt nur, hey, aktivier doch mal dieses Spiel. Das andere, was noch interessanter ist, wenn ich da einen ungültigen Index eintrage, dann springt das Tamagotchi in irgendwelche anderen Bildschirme, die nichts mit den Spielen zu tun hatten. Zum Beispiel würde ich dann auf dem Bildschirm landen, wo ich das Tamagotchi füttere, oder ich gebe einen anderen Index ein und lande auf einem Tamagotchi-Duschbildschirm landen. Was auch interessant war, dass wenn ich zum Beispiel im Füttern-Bildschirm landen würde und dann zurückdrücke, dann komme ich nicht dorthin zurück, wo ich gerade gewesen bin, sondern zu dem Bildschirm, von dem man normalerweise den Füttern-Bildschirm aufruft. Das heißt also, das ganze Tamagotchi ist eine große State Machine, die kein Konzept hat von, wo war ich vorher und wo gehe ich jetzt nächstes hin. Was auch interessant war, dass einige ungültige Codes dafür gesorgt haben, dass das Tamagotchi einfriert und ich es dann resetten musste. Ich konnte da also nicht weiter reinschauen. Also hier ist ein kleines Demo. In dem Video springe ich zur Evolutionsfunktion, wo mein Tamagotchi halt wächst. Und jetzt ist mein Tamagotchi älter und evolviert. Das war also mein Stand beim letzten Kongress. Und dann kurz darauf wurde ich von einem Typen namens Mr. Blinky kontaktiert. Der hat auch ein eigenen Satz Figuren bestellt und meine Experimente nachgestellt. Und er hat dann offensichtlich eine dritte Art Figur bekommen, und zwar eine mit einem Flash-Speicher. Das heißt, es gibt scheinbar drei verschiedene Arten von Figuren, nämlich die ohne ROM, die mit ROM und die mit Flash. Und noch schöner, man konnte sie offenbar direkt durch die Kontakte an der Figur neu schreiben. Also muss man eigentlich nur einen Programmierer bauen und schon kann man diese Figuren neu flashen. Also das ist der Programmer von Mr. Blinky. Die Idee ist, dass man einfach einen normalen SPI-Flash-Programmer einbaut und hat dann einen kleinen Schalter und kann auswählen, ob man Programmiermodus oder normalen Modus haben will. Es gibt dann noch einen anderen Typ namens Asterisk, der hat einen ähnlichen Programmierer gebaut und das ist mein Programmer. Nicht so schön, aber funktioniert trotzdem. Also konnte ich jetzt ein bisschen mehr mit der Funktion rumspielen. Das heißt, eine Sache, an der ich rumgespielt habe, waren Items.
Das Tamagotchi können eine ganze Menge verschiedene Gegenstände bekommen. Also es gibt irgendwie einen Kleidungsladen und da kann man Kleider fürs Tamagotchi kaufen. Man kann auch mit dem Tamagotchi auf eine Reise gehen, dann irgendwie die Statue von Abraham Lincoln in Washington anschauen gehen. Das ist das mittlere Bild. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und herausgefunden, dass es ein Bytecode-Format ist. Man konnte also Dinge tun wie ein Bild auf dem Bildschirm anzeigen, einen Sound abspielen oder irgendwelche Werte deines Tamagotchi zu verändern. Also zum Beispiel, wenn das Tamagotchi Abraham Lincoln sieht, dann wird es super, super happy. Dann gibt es noch ein bisschen merkwürdiges Verhalten für ungültige Anweisungen, aber nichts, was ich großartig machen konnte. Aber ich konnte immerhin lustige Sachen machen, wie ein Musikvideo oder mein Tamagotchi in Harlem Shake tanzen lassen. Also das war lustig, aber eigentlich wollte ich ja trotzdem immer noch nur das ROM dumpen. Also habe ich nochmal drüber nachgedacht, über diese Spiellogik. Und wie schon gesagt, es gibt nur dieses eine Byte, dieser eine Bytecode, der halt irgendwo hinspringt oder manchmal das Tamagotchi zum Einfrieren bringt. Und ich wusste nicht genau, was ich damit jetzt machen sollte. Ich dachte, man könnte es vielleicht irgendwie ausnutzen. Also habe ich mir angeschaut, wie der 6502-Prozessor funktioniert und ich fand ein paar interessante Dinge, nämlich, dass zum einen es nur einen Adressraum gibt. Also wenn ich Code ausführe, kann ich jede beliebige Speicheradresse auslesen. Und es gibt keine Exceptions, es gibt keine Resets, es gibt also keine Speicherverwaltungseinheit. Das heißt, was funktionieren würde, wenn ich irgendwo auf ungemappten Speicher zugreifen will, den es nicht gibt, dann kriege ich normalerweise 0 zurück oder irgendwelche anderen Werte, aber es wird nie die Ausführung stoppen. Das gleiche mit ungültigen Anweisungen. Da wird dann halt undefiniertes Verhalten ausgeführt und das kann undefiniert lange dauern. Aber praktisch bedeutet das, dass es einfach nichts tut. Das heißt, ein Reset ist selten. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, um da irgendwelche Sicherheitslücken auszunutzen. Denn normalerweise, wenn ich meinen Instruction Pointer irgendwo hinbewege und halt nicht richtig treffe, dann kriege ich eine Invalid Instruction, dann gibt es einen Crash oder einen Reset. Aber mit dem 6502, wenn ich irgendwie ein paar Byte falsch liege, dann kann ich immer noch Erfolg haben, weil alles dazwischen irgendwie als No-Op funktioniert. Und selbst wenn nicht, dann wird es halt in irgendwelchen verrückten Schleifen durch die Gegend springen und irgendwann landet man vielleicht doch da, wo man hin wollte. Ach so, mit diesem Wissen dachte ich, probieren wir doch einfach mal aus, es auszunutzen. Also habe ich mir vorgestellt, wie es vielleicht intern aussieht. Ich dachte, nun ja, vielleicht sind diese Game-Codes einfach nur Indexes in eine große Jump-Tabelle. Und es gibt nur so viel RAM, dass ich von der Figur aus kontrollieren kann. Nämlich das sind die Dinge, die ich im Bildschirm anzeige. Also dachte ich, ich baue einfach einen Nopschlitten und hoffe. Das ist also mein Tamagotchi vor meinem Nopschlitten. Ich habe alle 256 Codes durchprobiert und ich hoffte, dass es irgendwann zum Shellcode springt. Aber es hat nicht funktioniert. Aber was ich interessant gefunden habe, ist der Code CC, hexadezimal, und zwar als ich das erste Mal aufgerufen habe, dann hat es vibriert und zwar, wenn Bit 3 von Byte 68 gesetzt war und ansonsten würde es einfrieren. Was ich auch merkwürdig fand, dass einige der Indexe in der Mitte funktioniert haben. Als ich zuerst damit rumprobiert habe, ging es nur am Anfang und am Ende der Range. Und deshalb habe ich eine neue Theorie entwickelt, nämlich dass alle Indexes gültig sind, aber der Stack nicht richtig gebaut war. Und zwar vielleicht, wenn ich CC aufrufe, das dann einfach prüft, ob Ton angeschaltet ist und dann den Ton abspielt, nur dass er halt versehentlich im LCD-RAM schaut, weil irgendwas korrupt ist im Speicher. Und dann würde es vielleicht auf Grundlage von diesem
falschen Speicherdaten irgendwelche Sprünge ausführen und manchmal halt die richtige Stelle landen, manchmal aber auch nicht. Das hat mich dann immer ziemlich verrückt gemacht. Ich dachte, wenn das so funktioniert und ich habe irgendwo 256 Möglichkeiten und ich habe diesen recht großes Stück von RAM voller Nops, warum funktioniert das denn nicht? Entweder habe ich wirklich extrem viel Pech oder aber wahrscheinlich nicht. Also habe ich nochmal meinen Shellcode angeschaut und ich hatte mir da einen Regular 6502 Shellcode angeschaut und dann habe ich es geändert auf ganz normalen 6502 Shellcode und es etwas idiotensicherer gemacht. Das erste Mal, als ich es versucht habe, zack, hat funktioniert, 0xb4. Das ist jetzt so ein Beispiel von meinem Exploit. In blau am Boden ist der Stub vom Shellcode, den ich getroffen habe. Und offenbar ist der LCD-RAM nicht in einem durchgehenden Bereich. Ich hatte also hier Glück gehabt, denn oben das Gelbe, das ist der Sprung zu dem eigentlichen Shellcode. Und was der Shellcode tut, ist, dass er ins LCD-RAM weiße Flächen reinschreibt. Die sind hier in rot markiert. Und weil ich nicht wusste, weil ich dann herausgefunden hatte, dass das LCD-RAM eben nicht in einem Stück ist, habe ich so herausfinden können, wie es aufgeteilt ist. Was ich also als nächstes tun wollte, war, das ROM des Tamagotchi zu dumpen. Also habe ich die Ports unten angesteuert und den Speicher über SPI an Port A einfach ausgegeben, mit einem Signal Analyzer ausgelesen. Das war leider nicht das komplette ROM, denn das ROM ist größer als der gesamte Speicherbereich und es benutzt ROM-Paging. Das heißt, es funktioniert so, dass die erste Seite des ROMs, die erste Speicherseite, ist immer reingemappt, und zwar in der oberen Hälfte der Adressen. Und die untere Hälfte kann dann auf beliebige Teile des ROMs zeigen, abhängig von dem Register. Dann habe ich mir die erste Seite angeschaut, die ich gedumpt habe. Da wusste ich, welches Register es ist. Es ist Port 3000 und dann konnte ich die anderen Pages auch dumpen. Kurz durchschauen habe ich herausgefunden, was die verschiedenen Seiten tun. Seiten 0 bis 6 sind Code, 7 bis 9 sind unbenutzt, 10 sind Bilder und ein Zeiger auf Bilder, 11 bis 18 sind auch Bilddaten und Seite 19 muss dann Audio sein. Ich weiß es nicht genau, aber es ist sonst irgendwo Platz dafür. Hier sind so ein paar der cuten Highlights von meinem ROM-Dump. Es gibt Close-ups von allen Tamagotchis. Es gibt ein paar interessante Dinge, die ich hier blau markiert habe. Das ist Text. Also wie gesagt, das Tamagotchi hat kein Text-Encoding, es ist alles Bilder. Und in Rot sind Boot-up-Test-Programme. Das ist ganz cool, dass alles im ROM drin war. Deshalb dachte ich, ich hätte alles gedumpt. Also habe ich das ROM als nächstes reverse engineert, um endlich herauszufinden, wie so ein Tamagotchi-Leben aussieht. Das, was ich von Anfang an herausfinden wollte. Die Lernkurve war ziemlich steil. Ich habe angefangen mit IDA. Und dann hat mich S-Frog nochmal angehauen und er hat einen JavaScript-basierten Emulator geschrieben. Wenn ihr Tamagotchis mal mögt, ladet den runter, er ist ziemlich cool. Ihr könnt da durchsteppen, ihr könnt euch die Werte des App-ROM anschauen, ihr könnt Interrupts auslösen. Und so funktioniert Tamagotchi. Es gibt eine große Schleife am Anfang. Und immer wenn Interrupt getriggert wird, dann gibt es eine neue Schleife. Es ist also immer in einem von 41 hexadezimal Zuständen, eine große State-Maschine. Diese Tabelle definiert Zustände und Aktionen. Es gibt immer noch Unterzustände, Unterunterzustände und so weiter. Und wenn ich in so einen Zustand reinkomme, dann hat es ein bestimmtes Funktionalität beim Starten. Danach übernimmt es die Kontrolle und wird für alles zuständig sein, außer das Aktualisieren des Bildschirms oder das Auslesen der SPI-Ports. Das heißt, es muss Interrupts handeln, es muss Sound abspielen, Buttons ablesen und so. Und dann eben in den LCD-Puffer schreiben. Und es gibt eine Menge Pointer-Table. Also es gibt da Zeiger auf Zeiger auf Zeiger auf Zeiger überall. Ich weiß nicht, warum sie diese sehr mögen.
Also ich habe herausgefunden, zum Beispiel, wann wird ein Tamagotchi ein Junge oder ein Mädchen? Und zwar gibt es eine Entropiequelle C4, die einfach darauf basiert, wie oft der Timer TM1 seit dem Start des Tamagotchis ausgelöst hat. Das heißt, wenn du ein Tamagotchi startest, wird in dem Moment, wo man den Knopf drückt, um den Namen einzugeben, bestimmst du das Schicksal eines Tamagotchis. Und man beginnt mit einem Baby-Tamagotchi. Und die werden dann zu so einem Krabbel-Tamagotchi. Das ist komplett zufällig, aber es wird absichtlich angeglichen. Das heißt, wenn ich irgendwie ein paar Mal eins hatte, dann wird sichergestellt, dass ich nächstes Mal ein anderes bekomme, um nicht immer die gleichen zu spielen. Also, was für ein Teenage-Tamagotchi es wird, basiert auf zwei Faktoren. Jedes Mal, wo ich einen Tamagotchi nicht ordentlich pflege oder füttere, zum Beispiel, gibt es einen Punktabzug. Und zwar einen zufälligen Faktor. Auch welches Erwachsenen-Tamagotchi es am Ende wird, hängt von denselben Faktoren ab. Es gibt noch einen dritten Faktor, nämlich wie gut du einen Tamagotchi erziehst. Wenn du dich also super um dein Baby Tamagotchi kümmerst, kannst du es ein bisschen schleifen lassen und es wird trotzdem ein gutes Erwachsene. Aber wenn es als Baby schon schleifen lässt, dann ist es sehr schwierig, noch ein gutes Erwachsenes Tamagotchi rauszukriegen. Was auch lustig ist, du kannst dein Tamagotchi stubenrein machen. Und zwar jedes Mal, wenn es von einem Bein aufs andere hüpft, dann kannst du es einfach in den Toilettenbildschirm zerren und es wird irgendwann lernen, von alleine aufs Klo zu gehen. Was ich auch herausgefunden habe, ist, dass es einen Testmodus gibt, und zwar wenn eine Figur mit der ID 0xFE hexadezimal angesteckt wird. Also habe ich eine Figur erstellt und habe sie draufgesteckt und habe den Debug-Modus gefunden. Darin kann ich alle Werte des Tamagotchis verändern. Ich kann es weniger hungrig machen. Ich kann ändern, welche Art Tamagotchi es ist. Ich kann das Aussehen ändern. Ich kann die Pflegewerte verändern. Und ich habe noch zwei weitere Faktoren gefunden, die nicht exponiert sind momentan. Also habe ich auch gefunden, dass es egal ist, wen das Tamagotchi heiratet. Sie sind genauso happy und die Kinder sind auch gleich und gleich happy. Außer mit einer Ausnahme, wenn man einen Oldichi heiratet, bekommt es ein besonderes Kind Tamagotchi. Außerdem ändern die Figuren nicht das Verhalten des Tamagotchis. Also es geht einfach nur ein besondere Anzeige, die ich mit Figuren habe, aber es beeinflusst das Verhalten nicht. Also Reaktionen zu diesen Hacks reichten von, ja, du weißt Bescheid, mach das für ein eigenes Risiko, du machst dann dein Spiel kaputt. Und auch hin mit bis hin zu interessant, du verschwendest ziemlich viel Zeit für etwas, was die meisten Leute doof fänden. Weiter so. Was ich dann als nächstes gemacht habe, ich habe das General Plus Testprogramm auseinandergenommen. Das war ganz interessant, weil das auf jedem einzelnen General Plus LCD-Controller drauf ist. Ich dachte also, es wäre vielleicht nützlich, um zum Beispiel ältere Tamagotchis zu dumpen oder auch nur generell nützlich, um irgendwelche General Plus-Systeme zuzugreifen. Und was ich herausgefunden habe, man pullt zuerst den Testpin und dann pullt es Port A für den Code und gibt Ausgaben auf Port B. Und was ganz interessant war, war Code 16. Der Code von Port B liest, den RAM damit auffüllt und dann dorthin springt. Das heißt, jetzt habe ich eine Methode, um den Code aus beliebigen General Plus LCD-Controllern zu dumpen, solange Port A, B und Test gebondet sind. Das heißt, in manchen Chips muss man vielleicht das Hard abschleifen, aber man kann es grundsätzlich auf allen Chips machen. Das ist ziemlich cool. Was ich als nächstes gemacht habe, war zwei Entwicklungstools bauen, und zwar während des Reverse Engineerings. Das erste ist Portrait.py, und damit kann ich ein
Bild auf dem Bildschirm des Tamagotchis ausgeben. Außerdem hatte ich ein Item-Make-Skript, womit ich das Musikvideo gebaut habe. Wenn ihr den Harlem Shake mag, könnt ihr auch in meinem YouTube-Kanal schauen. Ich habe noch ein paar andere Videos. Die sind aber beide ziemlich beschränkt auf ihre Anwendungsfälle. Also wollte ich nochmal ein generisches Tool bauen. Das Problem, das ich hatte, war, dass mein Exploit nicht besonders zuverlässig war. Ich würde sagen, so 30 bis 40% Zuverlässigkeit. Es schien besser zu funktionieren, wenn das Tamagotchi schon eine längere Zeit gelaufen ist. Aber jedes Mal, wenn ich es resettet habe, hört es auf zu funktionieren. Und um wirklich nützlich zu sein, brauchst du 100% Zuverlässigkeit. Das heißt, ich konnte diesen Exploit nicht weiter nutzen. Also habe ich mir angeschaut, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Und ich hatte eigentlich recht, dass es ein Jump Table war. Also was die Figur tut, ist so, sie holt den Game Index, der eine Wert, der halt bestimmt, welches Spiel man ausführt, fügt 27 hinzu und springt dann dorthin in die Zustandstabelle. Es gibt also keine Gültigkeitsprüfung. Also keine Prüfung, ob der Zustand, den man abrufen will, überhaupt gültig ist. Was Tamagotchi jetzt aber tut, wenn ich einen State Change habe, ist, es springt in den Page Table, sucht eine Memory-Seitenzahl aus dem Index und springt an der Adresse 4000 in diese Seite. Und dort ist dann Code, der in einen weiteren Jump Table springt. Und das heißt, das heißt, ungültige Zustände könnten dazu führen, dass ich zu einer Nicht-Code-Seite springe oder eine unerwartete Adresse. Wenn ich mir anschaue, was die ursprüngliche Schwachstelle gemacht hat, ist, dass sie einen Status setzt, der in den LCD-Speicher reinsetzt. Und tja, ich weiß nicht genau, was dann passiert. Ich habe versucht, das LCD auszulesen und was ich bekam, war sowas wie, es war komplett schwarz, alles Hex-FF. Und das kann jetzt eine von zwei Dingen bedeuten. Entweder, wenn ich auf irgendeiner ungültigen Seite lande, dass es dann den Speicher floatet. Und das hätte dazu führen können, dass dann irgendwann mein Exploit-Code angesprungen wird. Das andere kann sein, dass einfach FB und FF dann dazu geführt hat, dass es in meinen Code springt. Wäre auch sehr merkwürdig, aber sie schienen zu funktionieren. Jedenfalls kein Wunder, dass das unzuverlässig war. Und ich habe auch keinen Weg gefunden, auf Anhieb das zuverlässiger zu machen. Was ich also stattdessen gebaut habe, ist Vulnerability Idle. Und zwar die anderen Indexe gesucht und ausprobiert und herausgefunden, welche davon zuverlässiger sind. Um herauszufinden, welche diese Verwundbarkeiten jetzt im DevKit, der es da sein wird. Und es war der Zustand 0xCD. Und zwar, was hier passiert, das ist. Es landet dann auf F4 und springt in den LCD-Table 4. Das ist eine gültige Seite, führt dann dort den Jump-Code an dieser Seite aus, geht aber an eine Stelle, die eigentlich nicht im Jump-Table enthalten ist. Das heißt, es behandelt die Anweisung Increment 11e als eine Jump-Location, springt dorthin, das LCD-RAM ignoriert Bits 2 bis 7 des dritten Bytes. Das heißt, der Sprung landet bei 0x10EE hexadezimal im LCD-RAM. Das heißt, dieser Exploit wird 100% der Zeit zu dem Exploit im LCD-RAM springen. Das ist super. Damit war ich jetzt bereit, meinen Entwickler-Kit zu bauen. Ich habe Tasmgotchi gebaut, der 6502-Assembler für Tamagotchi. Und zwar gibt es Binärcode aus, der bereit ist, auf eine Figur aufgespielt zu werden. Man muss also nicht groß mit Exploits rumspielen oder irgendwas. Man kompiliert einfach Code, lädt ihn drauf und kann ihn direkt ausführen. Und was es tut, ist, dass es den Code eben in den RAM lädt und ausführt. Hat ein paar Hilfsfunktionen für LCD-Ansteuerung oder Infrarot-Ansteuerung und die sind eigentlich aus dem Tamagotchi-ROM kopiert. Es ist Office-basiert, das ist ein 6502-Assembler für Python. Den DevKit zu bauen war ein bisschen schwierig, eines der Hauptprobleme war, dass es kein Datasheet gab für den Controller. Ich weiß also immer noch nicht genau, was all diese Ports in dem Controller tun. Ein paar habe ich aus dem Testprogramm ableiten können, aber es sind immer noch eine Menge Interrupts oder so, wo ich nicht weiß, wann sie ausgeführt werden. Ich weiß nicht, wie die Energieverwaltung funktioniert, der Watchdog. Und
falls irgendeiner von euch das vielleicht rausfindet, ihr seid herzlich willkommen, da beizutragen. Um das dann etwas nützlicher zu machen, habe ich ein Programmierboard gebaut, das ich Eierschale nenne. Und das ist eigentlich ein Programmierer für das Tamagotchi. Also nimmt einfach so eine Figur mit Flash, checkt sie drauf, kann das dann über USB programmieren. Ich habe außerdem Infrarot drauf gebaut, so für die Zukunft. Es gibt momentan keinen mir bekannten Infrarot-Exploit für Tamagotchis. Aber ich wusste nicht, ob es möglich ist. Also habe ich rein zur Sicherheit die Infrarot-Port aufgebaut, falls es mal einen Exploit gibt. Es ist außerdem Lilypad USB Arduino, ihr könnt den also auch für andere Dinge verwenden. Dann habe ich noch andere Tools gebaut, nämlich diese drei Programmiertools, die ich eben erwähnte. Wenn ihr lernen wollt, wie man diese Tools benutzt und auch Tamagotchis hackt, ich werde heute um 19:30 Uhr in Halle E einen Workshop geben und auch diese Kits für 30 Euro verkaufen, die eine Figur, ein Tamagotchi und ein Board enthalten und alles, was ihr braucht, um ein Tamagotchi zu hacken. Wenn ihr also entscheidet, mehr darüber zu lernen, da habe ich einen Link. Außerdem nochmal eine kurze Werbung für meine Boards, meine Eggshell Boards. Ich verkaufe sie bei dieser URL. Ich mache keinen Profit davon, aber ich möchte, dass sie für jeden verfügbar sind. Also wenn euch das Projekt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr so ein Board kaufen würdet. Auf der URL findet ihr mehr Infos. Ich werde jetzt eine kurze Demonstration geben. Das ist das, was das DevKit tut. Das ist ein einfaches Programm. Ihr könnt sehen, um zum Exploit zu kommen, müsst ihr einmal das Spiel ausführen. Das ist der Shellcode. Dann springt es zum Usercode. Und der gibt einfach nur aus den Buchstaben des Knopfes, wenn ihr den Knopf drückt. Das ist das DevKit. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Was ich jetzt in diesem Projekt geschafft habe, ist, den Code von Tamagotchi auszugeben. Ich habe die Interna von Tamagotchi gelernt. Ich habe die Geheimnisse des Tamagotchi-Lebens entschlüsselt. Habe ihnen neue Dinge beigebracht und am allerwichtigsten, ich hatte eine Menge Spaß. Die Tamagotchis nicht so sehr. Weil ich noch ein bisschen Zeit über habe, ich habe noch ein paar extra Slides gebaut über das neue Tamagotchi. Und zwar gibt es ein neues Tamagotchi, das am 26. Dezember rauskam. Und ich habe ein bisschen spekuliert. Und zwar, das ist das neue Tamagotchi. Das sind die Features. Um das zusammenzufassen, es ist eigentlich das gleiche LCD, gleiche Formfaktor. Aber es hat kein Infrarot und keine Figuren zum Aufstecken, sondern stattdessen NFC. Damit kann ich dann bumpen und Geschenke verschicken. Tamagotchis können sich gegenseitig besuchen, kann Nachrichten senden. Und eine Sache, mit der ich bereits Probleme hatte, ist, es gibt tagestägliche Limits für diese Interaktion. Also mit Infrarot kann man beliebig oft Dinge tun und jetzt mit dem NFC kann man nur fünfmal Interaktion machen. Das heißt, das Erste, was ich versuchen werde, ist, dieses Limit loszuwerden. So sieht es innen aus. Das Board des neuen Tamagotchi. Interessant ist, dass es viel spärlicher besetzt ist als das alte Tamagotchi. Aber es hat mehr Funktionalität. Das heißt, man kann die Dinge viel kleiner machen jetzt. Man kann die NFC-Antenne links sehen.
Und das App-Raum in der Ecke. Das ist normalerweise nicht so interessant. Man sieht das dann das PCB und schon wieder ist das der Blob. Ich bin nicht sicher, ob das der gleiche Microcontroller ist. Es sieht kleiner aus. Aber die Funktionalität ist so ähnlich, dass es nutzt die gleichen Bilder und Formate, dass ich davon ausgehe, dass es der gleiche ist. Also noch ein bisschen Spekulation. Wahrscheinlich nutzt es die gleiche Speicherkontrolleinheit. Das heißt, wir können wahrscheinlich den Code mit dem gleichen Testprogramm ausspielen, auch wenn wir wahrscheinlich erst das Epoxid entfernen müssen, um es auszuspielen. Es fehlt eine Möglichkeit für Code-Ausführung, weil die Figuren nicht mehr da sind. Aber es ist recht wahrscheinlich, dass es auch im NFC eine Funktionalität gibt, die man ausnutzen kann, um Code auszuführen. Und noch eine Sache am Ende, was ganz lustig ist, das ist das Diagramm, das sie mitgeben, das erklärt, wie das Tamagotchi funktioniert. Das ist für kleine Kinder und ich denke so, wow, jetzt stell dir mal vor, wie das in IDA aussieht. So, das war's. Jetzt ja noch ein bisschen Zeit für Fragen. Thanks for this wonderful talk. We might see you again on this stage. Always add some color to these slides, which we're seeing usually. Do we have some questions, Signal Angel? No questions from the internet so far. Okay, so then we need something from in here. I see someone at number four, maybe. Yes, hi. Hi, ich habe nur eine kurze Frage. Unterstützen Tamagotchis gleichgeschlechtliche Ehen? Offiziell nicht, aber die Überprüfung, wer wen heiraten darf, sind, was Hacker clientseitig nennen. Also wenn du ein eigenes Device hacken kannst, dann kannst du das machen. Ähnliche Frage. Letztes Jahr hast du gesagt, dass das Geschlecht des Tamagotchis durch 3 Bits kodiert ist und du wusstest nicht, was eines der Bits tut. Weißt du da jetzt mehr drüber? Ich würde sagen, so ein bisschen vielleicht nicht. Ich sehe jetzt, warum es 3 Bits hat und was es, wo es sie prüft, was es damit tut. Aber warum sie sich entschieden haben, 3 Bits statt einem zu nehmen, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht war es einfach einfacher. Gab es schon irgendwelche Reaktionen auf diesen Hack und die einzige Reaktion war Stille. Also offenbar so weit, so gut. Ich habe noch eine Frage an Mikro 4. Hast du eine Ahnung, wie viele Stunden du in diesem Projekt zugebracht hast? Genau wie die Anzahl Jahre, die ich damit verbracht habe, versuche ich das nicht wahrzuhaben. Hast du rausgefunden, wie man den Tamagotchi eine Seele geben kann? Ich weiß nicht, das ist eine Debatte, die seit längerem auf Tamagotchi-Foren läuft, ob Tamagotchis eine Seele haben oder nicht. Und ob ich sie durch mein Hacking zerstört habe. Und ich fürchte, das ist eine eher philosophische Frage, die ich jetzt hier nicht technisch lösen kann. Kennst du andere Produkte, die diese Chips benutzen und die man da vielleicht dieselben Angriffe aus anwenden könnte? Ja, ich habe mir General Plus angeschaut und eine Menge Spielzeughersteller nutzen oftmals General Plus. Sie bieten da noch an, gleich mit denen zusammenzuarbeiten. Also ich würde vermuten, dass eine große Anzahl Spielzeugen damit
arbeitet. Ich habe übrigens rausgefunden, es gibt dann noch ein anderes, dass ich, das, es gibt ein Hannah Montana Spielzeug, dessen ROM ich mit dem gleichen internen Testmode über das LCD ausspielen konnte. Aber ja, das sind so die zwei, die ich kenne. Vielleicht sehen wir uns dann ja nächstes Jahr nochmal auf dem Kongress. Okay, das war's. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.